Spezialisierung machen, nur durch die theoretische Stärkung der Ausbildung, sondern eben die akademische mit der berufspraktischen Ausbildung verbinden. Duale Hochschule wäre auch hier ein Denkmodell. Mehr Akademiker in der Pflege, das würde den Beruf attraktiver machen und ihn aufwerten. In 24 der 27 EU-Länder ist ein dem Abitur vergleichbarer Schulabschluss sogar Voraussetzung, um einen Pflegeberuf zu erlernen, nicht so in Deutschland. Hier wurde ein ganzer Berufsstand durch immer härtere Arbeitsbedingungen bei gleichzeitig sinkender Bezahlung unter Druck gesetzt. Das Berufsbild ändert sich. Einfache Tätigkeiten wie Betten machen oder Essen austeilen werden von Niedriglohnhilfskräften übernommen. Medizinisch qualifizierte Tätigkeiten von gut ausgebildeten, besser bezahlten Kräften. Wir beobachten ja seit vielen Jahren die Veränderung. Wir sehen, dass wir in den Krankenhäusern mittlerweile wesentlich mehr Ärzte tätig haben, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Wir haben aber weniger Pflegekräfte. Das heißt, die, die da sind, müssen innerhalb von kürzerer Zeit die Therapien mit überwachen können. Sie müssen diagnostisch fitter sein als früher. Sie müssen Prozesse in ganz anderem Maße steuern. Also auch inhaltlich kommt auf die Pflege eine viel größere Verantwortlichkeit zu. Schon vom Arbeitsmarkt her kommt der Trend für eine Höherqualifikation. Mit einer Höherqualifikation habe ich deswegen bessere Arbeitschancen, weil das die Qualifikationen sind, die der Arbeitsmarkt verlangt. Es ist nicht so, dass die Akademisierung der Ausbildung dazu geführt hat, dass man unakademisiert keinen Arbeitsplatz bekommt, sondern die Akademisierung spiegelt schon wieder, dass sich die Anforderungen gesteigert haben. Deshalb hält Michael Isfort den deutschen Weg, gezielt Hauptschüler für die Pflege anzuwerben, für falsch und auch für gescheitert. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn man nicht mehr Leute dadurch in die Pflege bekommt, dass man sie abqualifiziert, ob es nicht ein Weg wäre, mehr Leute in die Pflege zu bekommen, wenn man die Pflege qualifiziert. Hallo, hi. Diesen Weg gehen die Ausbilder in Bad Kreuznach. Sie bieten eine attraktive und hochqualifizierte Ausbildung an und versuchen so, ihr Personal zu sichern. Okay, ich sehe schon. Viele ihrer Auszubildenden, darunter auch Kai Wallraff, absolvieren parallel zur herkömmlichen Lehre im Krankenhaus ein Krankenpflegestudium an der Fachhochschule. Okay, das sieht doch gut aus. Ausbildungsintegriert erhalten sie so den Bachelor of Science in Gesundheit und Pflege. Die Nachfrage danach ist riesig. Also wir haben gezielt Anfragen von jungen Menschen, die gerne Pflege lernen wollen und gleichzeitig studieren wollen. Das schreiben die schon in ihren Bewerbungen rein. Nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch in anderen Bundesländern gibt es bereits diese dualen Studiengänge. Eine Entwicklung, die hoffen lässt, dass sich wieder mehr junge Menschen für einen Beruf begeistern, der ihnen viel abverlangt. Die fachlichen Anforderungen an die Pflegekräfte werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Ich habe gerade aktuell eine Studie gemacht in 560 Intensivstationen in Deutschland und dort sehen wir, dass hochkomplexe Entscheidungen wie wann wird ein Patient wie beatmet, welche Einstellungen werden an dem Gerät vorgenommen, wie wird die Schmerzmedikation geführt, das alles sind Entscheidungen, die längst in der Realität von Ärzten und Pflegekräften in gleichem Maße und auch auf Augenhöhe beantwortet werden. Also die Diskussion, die wir da führen, hinken der Realität weit hinterher. Wie in der Pflege sind viele Berufe hierzulande nicht akademisiert, anders als in den meisten OECD-Ländern. Und so steht Deutschland auf den ersten Blick als Land der Bildungsverlierer da. Denn laut OECD gibt es hierzulande bei den 25- bis 34-Jährigen mehr Bildungsabsteiger als Aufsteiger. Mit anderen Worten, der Nachwuchs erlangt im Durchschnitt niedrigere Bildungsabschlüsse als die Eltern. In den meisten anderen Ländern hat dagegen der Nachwuchs einen höheren Abschluss als die Eltern. Das Institut der deutschen Wirtschaft kommt zu ganz anderen Ergebnissen, in dem lediglich der Ausbildungsabschluss zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet wird. In Deutschland, das wissen wir ja, dauern die Ausbildungen meist wesentlich länger. Also wenn man ein Studium abschließt oder sogar noch eine Promotion abschließt, dann ist man nicht fertig unbedingt mit 29 oder 30, sondern eben erst Mitte 30 beispielsweise. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat deshalb die 35- bis 44-Jährigen befragt. Rund ein Drittel erreicht einen höheren Abschluss als der Vater.
Im Vergleich zu den Abschlüssen der Mutter, die in der OECD-Studie gar nicht berücksichtigt wurden, dürfen sich sogar gut 40% der Kinder als Bildungsaufsteiger sehen. Abitur und Studium sind nicht alleinige Garanten für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Was ist eine Berufsausbildung wert und wie lässt sie sich mit anderen Bildungsabschlüssen vergleichen? Früher gab es weniger unterschiedliche Berufsbilder. Die Anforderungen und Abschlüsse waren einheitlicher. Heute treffen von Bundesland zu Bundesland, aber auch innerhalb der EU, die unterschiedlichsten Abschlüsse und Berufsbilder aufeinander. 2012 einigten sich Bund, Länder, Sozialpartner und Hochschulvertreter auf die Einführung des deutschen Qualifikationsrahmens, um mehr Transparenz zu schaffen. Er besteht aus 8 verschiedenen Stufen. Auf Stufe 1 und 2 ist die Berufsausbildungsvorbereitung angesiedelt. Dann folgt die eigentliche berufliche Ausbildung. Das Besondere, auf Stufe 6 werden Meister und Techniker dem gleichen Niveau wie dem Bachelor zugeordnet. Damit wird erstmals das berufliche Know-how gegenüber dem akademischen Wissen aufgewertet. Die Expertengruppe arbeitet derzeit noch an den Details. Auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind, schon jetzt wurde damit ein Zeichen gesetzt für die berufliche Ausbildung. Und das ist ein politisches Signal, was letztendlich darauf abstellt, dass es zwischen beruflicher und akademischer Bildung eine Gleichwertigkeit gibt. Und das muss sich durch alle Niveaus von Qualifikationen durchziehen. Und wenn uns das gelingt und wenn Gesellschaft an sich auch dazu beiträgt, die Wertigkeit von Berufsbildung entsprechend anzuerkennen und das auch ein Stück weit vorzuleben, dann habe ich gute Hoffnung, dass wir auch wieder mehr Fachkräfte und mehr Interessenten für diesen Bereich gewinnen. Dass ich weiß, mit einem bestimmten Abschluss, der einen festen Namen hat, den jeder sofort versteht und der in jedem Bundesland bzw. im Idealfall auch in jedem europäischen Land identisch ist, bekomme ich anschließend ohne große besondere Bedingungen den Zugang zu einer nächsten Ausbildungsstufe. Das ist die Idee, dass das System insgesamt transparent wird, aber auch fair bleibt, dass ich also nicht im einen Bundesland etwa das Abitur machen kann mit einem geringeren Aufwand als in einem anderen und kann in das gleiche hochattraktive Studium dann einsteigen. So etwas soll vermieden werden. Es ist also eine elementare Frage der Gerechtigkeit, der Bildungsgerechtigkeit. Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Die Probleme damit fangen schon in der Schule an. Hier bleibt noch viel zu tun. Deutschland hat es da mit seinem föderalistischen System schwerer als andere Länder. Oder etwa nicht? Föderalismus oder, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, Selbstständigkeit auch jeder einzelnen Schule und jeder einzelnen Hochschule sind sehr positiv, weil jede dieser Institutionen dann sehr flexibel den Bildungsprozess gestalten kann. Aber das geht nur, wenn der klare Rahmen da ist, was der Abschluss wert ist. Sonst fängt man an, sich gegenseitig gewissermaßen zu bemogeln und auszutricksen und in die Tasche zu lügen und so zu tun, als wenn die Abschlüsse etwas taugen. Nach ganz oben hat es auch Aysin Akdemir geschafft. Nach der Hauptschule absolvierte sie eine Lehre als Gebäudereinigerin und schloss diese als Jahrgangsbeste ab. Über den Meisterbrief erwarb sie den Zugang zum BWL-Studium. Flexible und durchlässige Bildungssysteme sind die Grundvoraussetzung, um Barrieren abzubauen, auch europaweit. Wenn sich das einmal einspielt, dann bekommen wir eine für die europäische Mobilität wichtige Transparenz über das, was in Qualifikationen drin steckt. Wenn Sie so wollen, ist dann der europäische Qualifikationsrahmen die europäische Währung für nationalen Qualifikationssysteme in Europa. Mit dem deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen soll die Gleichwertigkeit von allgemeiner, beruflicher und akademischer Bildung verwirklicht werden. Jeder hat die Chance, sich weiterzubilden. Und so wird aus der Gebäudereinigungskraft eine Unternehmerin, die Arbeitsplätze schafft. Deutschland unterstreicht damit noch einmal seine Sonderstellung in Bezug auf die duale Ausbildung. Das muss sich jetzt entsprechend
entwickeln, das muss publik werden, das muss Standard werden. So wie wir einen Reisepass in der Tasche haben, wenn wir ins Ausland reisen, oder einen Personalausweis, so kommt demnächst so ein europäischer Lebenslauf im Rahmen eines europäischen Bildungspasses dazu. Und das soll die Mobilität erleichtern in Europa und soll aber auch dazu beitragen, dass man Anerkennungen auch besser realisieren kann. Deutschland, Österreich und die Schweiz tun in jedem Fall gut daran, ihren eigenen praxisbezogenen Weg in der Berufsbildung weiterzugehen. Die berufliche Bildung ist der Garant für den Erfolg der deutschen Wirtschaft. Ausbildungsberufe verdienen mehr Anerkennung. Dann wird auch der Nachwuchs begeistert sein. Die möchten einen interessanten Arbeitsplatz mit Entfaltungsmöglichkeiten, mit Freiheiten, mit Selbstständigkeiten, eine flache Hierarchie, schon klare Regeln und Strukturen, aber doch am Ende die Möglichkeit, sich selbst einzubringen und zu verwirklichen, kann man fast sagen. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Und dann auch die Beweglichkeit zu haben, um eine Familie mit dem Beruf zu verbinden. Und wer sich darauf einstellt als Unternehmen, der hat am Ende die Nase vorn beim Kampf um die besten Köpfe, ganz klar.